Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Foodist Gourmet Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, der Foodist Gourmet Adventskalender kostet 69,99 €. Ich habe ja die ein oder andere Foodist-Box im Abo, dementsprechend konnte ich den ein bisschen günstiger bekommen. Erwin steht nicht ganz an seinem Platz, ne? Ja, ich habe eben einen etwas größeren Adventskalender ausgepackt. Wir haben einen wunderschönen Boxen-Adventskalender, der in einem wunderschönen Dunkelblau gestaltet ist und ich bin sehr gespannt, was hier drin ist. Die ein oder andere Sneak Peek habe ich nämlich schon gesehen und habe mich sehr drüber gefreut und dann gucken wir mal, ob der Kalender sein Geld wert ist. So, ja, so sagt man das. Ah, und wie wir das von Foodist halt kennen, ist hier halt auch immer so ein bisschen was Niedliches draufgeschrieben. Fun Facts sind hier mit dabei oder irgendwelche Weihnachtschecklisten. Wir starten aber einfach mal ganz entspannt mit der Nummer 1 und entnehmen einen Oat and Chocolate Chips glutenfreien Keks. Hilfe. Hafer und Schokolade, 30 Gramm, ein veganes Produkt. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich denke, dass das etwas für meinen Freund sein könnte. Sandra, du crasht hier gerade mein Video, weißt du Bescheid, ne? Genau, ja, das ist halt ein einfacher Keks. Mit der Nummer 2 soll unser Herz mit Freude gefüllt werden. Oh, Erdnussspekulatius. Nusswaren, 40 Gramm. Ich liebe Erdnüsse. Das ist voll mein Ding. Nüsse passen natürlich auch tierisch gut zur Weihnachtszeit. Dementsprechend freue ich mich darüber. Finde ich gut, wird vernichtet. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3, die sich jetzt etwas schwerer anfühlt. Und hier ist ein Riegel drin. Hafervoll, Organic, Flapjack, Cocoa, Nip and Hazelnut. Ja, das hört sich doch gut an. Das ist Veggie mit 60 Gramm hier drin. Und sowas kann man sich definitiv gönnen. Ich weiß jetzt nicht, habe ich irgendwie eine Veggie-Variante oder sowas? Habe ich nämlich nicht jetzt explizit ausgewählt oder so. Es gibt ja so viele unterschiedliche Foodist-Adventskalender. Also eigentlich hätte ich jetzt gedacht, es ist so ein Mischmasch-Gedöns. Hier haben wir die Nummer 4. Ja, und noch sind wir im relativ kleinen Büchschenbereich. Hier habe ich Bites We Love. 60% weniger Fett. Crunchy Peas, also Erbsen. Okay, Proteingedönsen, Little Bags of Good Energy und das sind 30 Gramm. Okay, ja, manchmal kann man diese Produkte in dem Foodist Online Shop gut nachkaufen. Ich rechne euch sonst die Preise anhand der Originalgrößen runter, was manchmal ein bisschen schwierig ist. Aber wir gucken einfach mal, wie ich das so hinkriegen werde. Toi, 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 Claudia in der Zukunft. Hier haben wir jetzt die Nummer 5, den Tag vor Nikolaus. Und der ist etwas größer und hier habe ich richtig geil. Oh. Wow, das ist richtig gut. Sowas erwarte ich in einem Adventskalender von Seeberger. Gebrannte Mandeln, 150 Gramm. Also ich habe da gerade so Bock drauf. Wir haben eben Abendbrot gegessen, aber das hier ist ein Traum. Ich stehe so dermaßen auf gebrannte Mandeln ganzjährig. Wir haben hier auch immer mal wieder so Karneval, Kirmes und sowas. Ne? Und da gibt es halt auch so Süßigkeitenstände und gebrannte Mandeln. Und ich, wir sind einfach ganz große Freunde. Aktuell trinke ich natürlich keinen Alkohol. Generell trinke ich ja nicht wirklich viel Alkohol oder überhaupt Alkohol. Und ja, sonst war das immer sturzvoll. Gehst du noch zum Süßigkeitenladen und holst dir richtig geile, frisch gebrannte Mandeln. Oh, no. Keine Zwischenebenen. Das heißt, das Ganze fällt runter, aber ist nicht schlimm. Hier habe ich die Nummer 6. Oh ja. Oh, hier jagt ein mega cooles Kläppchen, das nächste. Tony's Chocolonely, 180 Gramm, Karamell, Meersalz, Vollmilch. Und ich weiß, mein Freund und ich werden uns wieder hier drum kloppen, aber es ist so, so lecker. Also du tust mit dieser Schokolade was Gutes und gleichzeitig ist die unglaublich lecker. Wirklich. Und bei uns im Rewe gibt es die auf jeden Fall. Die müsst ihr einfach mal gucken, ne? Es ist einfach mal was anderes und ich finde die großartig. Kann ich, haben wir da, ja, Karamell ist da vor allem drin, ne? Oh, da werden wir uns hart drum kloppen. Schauen wir mal, was wir in der Nummer 7 finden werden. Also nach den beiden Klopperkläppchen geht die Party echt hart ab. Uye Selection, Cracker, Sesam und Sonnenblumenkerne. Herzhafter Snack mit perfektem Crisp. Premium-Qualität, traditionelles Rezept. Okay, sehr interessant. Sagt mir gar nichts. Cracker, 80 Gramm. Ja, Cracker sind auf jeden Fall was für meinen Freund. Die findet er immer sehr, sehr geil.
Und Wasser, Samen, Weizenmehl, Sesam, Leinsamen, hört sich eigentlich soweit so gut an. Kann auf jeden Fall was werden, ne? Ein herzhafter Snack wird das. Die Nummer 8 darf machen, das ist Kracht. Die hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal drin, oder? Diese Catanies von Coudier Dark Chocolate. Das sind so ganz edle Mandeln, umrandet von Schokolade und dann noch Kakao außenrum zu. Mir sind die ein bisschen zu trocken. 35 Gramm sind hier drin. Passt für diesen Gourmet-Adventskalender, weil edel, edel sprach der Wedel. Aber ich finde die jetzt nicht so bombastisch wie jetzt von Seeberger die gebrannten Mandeln. So, worüber dürfen wir uns in der Nummer 9 freuen? Es fühlt sich schon mal sehr, sehr leicht an. Ist aber, ne, das finde ich gut, voll befüllt. Eat Real Hummus Chips. Sowas mag ich sehr, sehr gerne. Das ist mit Sour Cream und Schnittlauch ist Jive, ne, genau. 25 Gramm, yo. Die werde ich mir gönnen. Sowas mag ich ganz gerne. Mein Freund ist jetzt nicht so ultra Fan von Hummus Chips oder Linsen Chips oder so. Ich finde es immer ganz cool. Weil letztens hatte ich auch was in irgendeiner Foodbox drin. Das hat er so eingeatmet. Auch mit Barbecue-Geschmack. Ich glaube, in der Degusta-Box war das tatsächlich drin. Das hat er richtig hart gefeiert. Also ich konnte gar nicht so schnell fragen. Na, wie findest du es, bevor er die Tüte eingeatmet hat? Mal sehen, wie es mit der Nummer 10 weitergehen wird. Süß. Also du hast ja halt manchmal wirklich richtig viel Verpackung für sehr wenig Produkt. Frohe Weihnachten, Cranberries in Zartbitterschokolade und Cashewkerne. Das sieht doch lecker aus. 20 Gramm sind hier drin von Wellnuss. Ja, sieht auf jeden Fall sehr lecker aus und ja, kann man sich auf jeden Fall essen. Das ist halt eine Portion, eine Handvoll, ne? Du sollst essen und selig sein mit der Nummer 11. Die erste Schnapszahl enthält ein Riegel Sea Salt Caramel Marshmallow. Wow, dripped in dark chocolate, made in Belgium. Super Really Baru, Good Treats, keine Ahnung, Natural, Non-GMO, also nicht mit Gentechnik veränderten Viechern. 30 Gramm sind hier drin enthalten. Das sieht soweit so lecker aus. Marshmallow ist natürlich auch so eine Ansage, ne? Das kann manchmal ein bisschen viel im Mund werden, aber habe ich theoretisch richtig Bock drauf. Und sowas nehme ich natürlich auch gerne mit. Ich bin jetzt gerade noch vor meinem Dalton-Trip, übrigens müsste wahrscheinlich jetzt, wenn das Adventskalender-Video online kommt, tatsächlich auch noch gültig sein, ne? Mit Hero Cloudy bekommst du aktuell 25% bei Dalton. Gönn dir hart, steht auch in der Infobox drin. Auf jeden Fall fahre ich nach Frankfurt mit ein paar Mädels und ja, da kann man sich auf jeden Fall ein paar Snacks mitnehmen und der Rest vom Schützenfest landet dann in der Kliniktasche. Halbseite, die Nummer 12 ist wieder ein Riegel. Das ist witzig, das hat mein Freund mir letztens auf den Tisch gelegt, als wir die HelloFresh-Box bekommen haben. Hast du manchmal nämlich entweder irgendwie so eine alternative Milch für Umme mit dabei oder halt so ein Riegel. Und da war von Shea ein Riegel drin und dann habe ich eingeatmet. Schoko, Meersalz, dein Kauf tut Gutes, genau, süß-salzig und sozial. Super lecker, also richtig, richtig lecker. Ich bin eigentlich kein Fan von dunklerer Schokolade und das ist halt hier mit drin, ne? Schmeckt aber in der Kombi richtig gut. Und ja, sowas macht halt auch wirklich für eine Weile satt. Ist halt auch relativ gesund. 35 Gramm. Mit einem Hops sind die im Mund. Die zweite Halbzeit wird eingeläutet von der Nummer 13. Purely Grab Bag Plantain Chips mit... Plantain Chips with Garlic. Less than 150 Calories. 28 Gramm. Also du hast ja quasi so Kochbananen-Chips mit Knoblauch. Das ist Hardcore, aber feierlich. Die Nummer 14 ist schön schwer. Ja, da ist noch eine Tafel Schokolade drin. Ja, bei sowas, ich weiß nicht, ob man das irgendwie, also ich muss aufpassen, dass mir hier keine Sabber runterläuft. Johnny Doodle, Milk Salted, Peanut and Caramel, Go Nuts. Auch das ist etwas, worüber mein Freund und ich uns streiten könnten. 150 Gramm sind hier drin enthalten. Und ja, ne, also das ist halt echt, oh, ich verstecke solche Produkte jetzt natürlich nicht. Die kommen ganz normal bei uns ins Süßigkeitenregal und wer Bock drauf hat, kann sich das natürlich nehmen und es dann essen. Aber es ist sehr, sehr häufig und irgendwie ist es auffällig, dass immer, wenn ich am Film bin, dass mein Freund sich dann so ein mega geiles Produkt gönnt. Love, Peace and Christmas Cookies in der Nummer 15. Also irgendwas Keksiges, oder? Haselnüsse in Zimtschokolade von Jalaldor. Okay. 40 Gramm sind hier drin enthalten. Ja,
klar, ist ein Adventskalender, ne? Aber der Zimt stört mich tatsächlich. Das ist nicht ganz so meins, so in der Kombi mit Schoki, muss ich gestehen. Aber ja, mal gucken. Vielleicht habe ich dann doch irgendwann mal Bock drauf. So, die Nummer 16 habe ich jetzt hier. Foodist, Eigenmarke. Snack Bites, Peanut Butter Jelly. Okay, sowas hört sich lecker an. Also quasi Marmelade und Peanut und Erdnussbutter in einem. Sehr interessant. 5 Stück sind hier drin enthalten. Das sind 55 Gramm. Und da werde ich sicherlich auch einen Preis im Foodist Online-Shop für finden. Das finde ich irgendwie interessant. Also ich habe noch nie Erdnussbutter zusammen mit Marmelade gegessen. Vielleicht einfach mal etwas, was man ausprobieren sollte. Kann ich anhand dieser Produktgeschichte herausfinden. Eine Woche vor Weihnachten am 17. Dezember dürfen wir nach Hause fahren für Snacks. Steht hier drauf. Und hier haben wir so eine Art Riegel auch wieder dran. Oder so eine Mini-Tafelschokolade mit 45 Gramm Zartbitterschokolade mit 15% gebrannten Mandeln und Kakao. Aha, was ist das denn hier? Gebrannte Mandelschokolatier.de. Das sagt gemeiner vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich kann das jetzt gerade vom Logo her nicht zuordnen. Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Sieht aber soweit so gut aus, ne? No. Gebrannte Mandeln und Schokolade zusammen vereint. Könnte auf jeden Fall schlechter sein, wa? Jo, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. 18. Dezember ist am Start. Und hier habe ich drin, oh, Erdnüsse. Finger la Rosala. Empresa Familia. Okay. 80 Gramm sind hier drin enthalten. Erdnüsse mit Curry Gourmet. Okay, das ist dann leider doch nichts für mich, weil ich jetzt nicht so ein Curry-Fan bin. Das heißt, das wird weiter wandern. Ist aber nicht schlimm, finde ich, ne? Aber Nüsse generell, wie gesagt, voll genial zur Weihnachtszeit. Ich liebe es, Nüsse auch selber zu knacken. Seid ihr so der Typ, ich kaufe mir wirklich so eine Dose mit Nüssen, wo alles schon fertig ist? Oder seid ihr so ein Typ, ich möchte so eine richtig geile Packung haben, wo ich hier noch selber Nussknacker aktivieren muss und alles aufknacken muss und so? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Die Nummer 19. Da rollt was drin. Oh ja, Zimtsterne. Zuckersüße Zimtsterne von Naschlabor. 30 Gramm. Oh, ich liebe solche kleinen Gläschen. Guck mal. Und das sind halt so Weingummis. Ja, ich weiß nicht, ob die jetzt nach Zimt- und Weingummigeschmack schmecken. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus und habe ich Bock drauf. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Die Nummer 20 ist auch wieder schön schwer und hier ist auch eine komplette Tafel wieder drin. Das ist großartig. Rauschplantagen, 43% Venezuela, helle Edelkakaoschokolade. Schöne Geschichte. Das ist eine Tafel Schokolade mit 125 Gramm. Und das finde ich gut. Da ist ein Chamäleon drauf. Süß. Die Nummer 21 gibt uns ein Winterwunder. Und hier haben wir drin Broderick's Handmade in Ireland. Tiff Toff in the Tuffen. 50 Gramm belgische Schokolade, Biscuit Cake. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus, Leute. So ein schönes Mini-Küchlein, wo wahrscheinlich 5 Milliarden Kalorien drin sind. Witzig, 50 Gramm habe ich gesagt. Ne? Wie viele Kalorien sind das? 266. Bam. Endspurt, die Nummer 22. Jau, das... Oh. Das lässt mir gerade das Herz aufgehen, denn solche Kartoffel-Marzipan-Geschichten hat mein Opa damals gerne gegessen. Und ja, der ist jetzt seit einem Monat und ein paar Tagen leider nicht mehr unter uns. Kartoffeln in Kakao von Liebenzeller Marzipan- und Schokoladenmanufaktur. Und da sind 100 Gramm drin enthalten. Marzipankartoffeln, der Klassiker. Ja, auf jeden Fall. Eine schöne Erinnerung für mich. Ich selber mag sie leider nicht so gerne. Ja. Die Nummer 23, der Tag vor Heiligabend. Boah, das nenne ich echt mal gut befüllt, ne? Also da hat sich jemand Gedanken gemacht. Lady Joseph Winter Cookies. 80 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und das sind einfach Weihnachtskekse. Schön, also auch sehr, sehr passend für die Weihnachtszeit. Eine extrem hübsche Verpackung. Das kann man nicht anders sagen. Und hier sind dann tatsächlich Cookies drin in Tannenbaumoptik. Ich glaube, mein Freund wird die hart feiern. Ich glaube, die sind auch mit Schokolade oder sowas, oder? Ja, Kakaokekse steht hier auch drauf. Das ist
Sehr, sehr cool. So, Trommelwirbel für die Nummer 24. Was hat sich Foodies da überlegt, an Weihnachten, an Heiligabend hineinzupacken? Premium, Rubio, Traditional, Potato Crisps, Stepped in Spanish Tradition. 40 Gramm, okay, eine Tüte Chips. Ja gut, ne, das, wenn die super, super gut schmecken, dann ist es natürlich eine Laola-Welle wert. Aber ich persönlich hätte hier diese Wintercookies da reingepackt. Ne? Von der Größe wäre das wahrscheinlich ein bisschen überdimensioniert gewesen, aber hätte ich cooler gefunden als Chips am Ende. Wir haben das Geheimnis nun um den Foodist-Gummi-Adventskalender gelüftet. Wir haben jetzt gesehen, was hier drin ist. Es ist halt wirklich 69,99 ist eine Ansage, ne? Das kann man nicht anders sagen. Also klar, Lebensmittel werden teurer und so, aber für 69,99 kann man sich natürlich etwas andere Lebensmittel von geringerem Wert kaufen und dann selber einen Adventskalender basteln. Ne? Also ich sag mal, wenn man bei Aldi mal kurz reingeht, dann wird man diesen Adventskalender auch sehr gut, sehr voll kriegen für einen deutlich geringeren Preis. Aber wir haben hier eine schöne Geschmacksreise, auf die wir genommen worden sind. Wir haben interessante Marken mit dabei. Ich denke, das ein oder andere wird auch ein etwas nachhaltigeres Produkt sein, wie zum Beispiel Tony's Chocolonelies. Und ich finde es optisch auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Jedes Jahr die gleiche Frage, ist es wert? Nicht wirklich. Ne? Also da kann man tatsächlich sich besser einen holen. Es gibt ja genug andere Food-Adventskalender, die vom Preis her 20 Euro, 30 Euro günstiger sind. Ne? Aber ich hatte einfach Bock drauf, den mit euch mal wieder zusammen auszupacken, reinzuschauen, die Geschmacksreise zu erleben. Und hier sind einfach auch super viele Produkte drin, die ich auch selber essen werde. Ne? Und die ich sogar von meinem Freund verteidigen muss. Und bald, irgendwann, wenn Mr. Bauri groß genug ist, muss ich es nicht nur von meinem Freund verteidigen, sondern auch von Mr. Bauri, der Wahnsinn in Tüten. Ich sag's euch, Leute. Das wird hier noch heftig werden. Auf jeden Fall ist es ein interessanter Adventskalender, aber jetzt nichts, wo ich sage, Leute, rennt los, holt euch den. Falls ihr den doch haben möchtet, könnt ihr gerne in der Infobox vorbeischauen. Da habe ich euch immer die Adventskalender verlinkt. Ich weiß nicht, ob der Freunde-Werben-Freunde-Code auch, also den habe ich ja auf die Boxen, ne, ob das dann auch auf den Adventskalender gelten würde, keine Ahnung. Ja, ansonsten gibt es immer wieder Gutscheine von Foodist tatsächlich, damit ihr den ein bisschen günstiger bekommt, weil 70 Tacken ist schon eine Ansage. Ne? Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und dem Foodist Gourmet Adventskalender 2022. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!